herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der TuS Koblenz gegen den TuS Kirchberg vor 812 Zuschauern. Endstand 1:0 für die TuS Koblenz. Begrüßen möchte ich auch die beiden Trainer Patrick Jörg zu meiner Linken auf Seiten der Kirchberger und natürlich Michael Stahl zu meiner Rechten, den Cheftrainer der TuS Koblenz. Und wie immer, wie es sich für einen guten Gastgeber gehört, hat der Gast das erste Wort. Herr Jörg, Ihr Statement zum Spiel bitte. Zunächst mal Glückwunsch zum 1:0 Sieg mit TuS Koblenz. Ich muss sagen, ich bin extrem stolz auf meine Jungs, wie wir heute das Spiel angegangen sind, wie wir in den Zweikämpfen waren, wie wir aufopferungsvoll gekämpft haben. Wir müssen halt schon sagen, in der ersten Halbzeit waren wir schon ein bisschen mutlos. Da haben wir nachher sehr, sehr viele Aktionen zu viel nach hinten verteidigen müssen, wobei der Gegner es auch gut aufgespielt hat. Da haben wir nicht gut genug durchschieben können. Das haben wir versucht, in der Halbzeit auch ein Ticken zu ändern. Da waren wir ein Stück weit präsenter. Trotzdem, wenn du hier punkten willst, musst du die wenigen Chancen, die sich geben, und die hatten wir, diese 1-2 Dicken, die musst du dann halt auch setzen. Das haben wir leider nicht machen können. Natürlich haben wir auch mit Marc Reifenschneider heute unfassbar guten Torhüter, auch gerade in der zweiten Halbzeit gehabt, der sehr, sehr viel verhindert hat. Klar, ein verdienter Sieg für Koblenz. Trotzdem, wir als Neuling in der Liga vor so einer Kulisse, was für uns ja auch schon ein Stück weit neu ist, sind wir schon stolz und werden genau da weiter ansetzen und uns, denke ich, auch in den nächsten Wochen belohnen werden. Vielen Dank. Stahli, dein Statement zum Spiel. Ja, erstmal noch Glückwunsch zum Aufstieg in die Oberliga. Ich glaube, das ist eine Riesensache für Kirchberg und ich habe mit meiner Mannschaft auch im Vorfeld darüber gesprochen, dass es gefährlich ist, wenn man Kirchberg an dem einen Punkt misst und an dem Team, das jetzt in die Oberliga gekommen ist und dann vielleicht so ein bisschen der Underdog ist, weil wir haben es eben schon kurz draußen besprochen. Ich glaube, dass Kirchberg durchaus mit 4 Punkten aus 2 Heimspielen hätte starten können. Wenn man das engste Spiel mal weglässt, dann glaube ich, wäre man mit 4 Punkten aus 3 Spielen ganz gut drin. Und ist eine Mannschaft, die in der Regel wirklich versucht, mutig Fußball zu spielen, und darauf haben wir uns eingestellt. Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit schon ganz gut unseren Plan umgesetzt hat. Wir wollten im Gegenteil, was wir in Kabach auch nicht gut gemacht haben. In Kabach waren wir viel zu schnell, viel zu hektisch, Bälle verloren, haben uns nicht die Zeit genommen, das Spiel so zu beschleunigen, dass wir dann irgendwann Lücken finden, um dann auch mit dem letzten Drittel zu beschleunigen. Das war heute im Aufbauspiel, im Übergangsspiel, war das alles sauber. Es war so, wie wir es vorhatten. Wir wollten viele, viele Pässe spielen. Was in der ersten Halbzeit so ein bisschen gefehlt hat, war und diese Entschlossenheit im letzten Drittel. Man hat gespürt, dass wir mit aller Macht Ballverluste verhindern wollten. Das hat so ein bisschen dafür gesorgt, dass wir da, wo du Risiko nehmen kannst, kein Risiko genommen haben, dass wir immer wieder ausgespielt haben, obwohl wir das eigentlich nur im Mittelfeld wollten. Wir wollten im Mittelfeld nicht zu schnell in die Spitze spielen. So, und das haben wir bis aufs letzte Drittel richtig gut gemacht. Gehen dann 1-0 Führung, ich glaube, das ist auch absolut verdient. Und in der zweiten Halbzeit haben wir gesagt, Kirchberg wird mutiger, für uns werden sich Räume ergeben und da müssen wir zuschlagen, da müssen wir eiskalt sein. Und das mit dem eiskalt sein hat nicht so funktioniert. Jetzt will ich das aber nicht nur in unserer Offensive festmachen. Ich glaube, wir haben heute ein unfassbares Spiel vom gegnerischen Torwart gesehen. Zweimal Latte, aber bei dem Langschuss, oder einmal Latte, einmal Pfosten, bei dem Langschuss war er dran. André Mann, sein Schuss war er dran. German Kobosch, 1-gegen-1 Situation entschärft er. Damir Grigic, Schuss entschärft, Mandy Chena aus dem Rückraum, Mo Richard fällt noch ab, holt er mit der Hand noch raus. Also es war eine richtig, richtig gute Leistung. Und dann ist das, was so ein bisschen in den Köpfen rumgeschwirrt ist, wir haben es nicht zugemacht. Und dann weiß jeder, der mal Fußball gespielt hat, dass mit einer Aktion so ein Spiel auch irgendwie so ein Stück weit auf den Kopf gestellt werden kann. Ja, und das hat man uns, glaube ich, auch so ein bisschen angemerkt. Wir mussten dieses Spiel heute gewinnen, um oben dran zu bleiben. Das war der klare Plan. Das haben wir geschafft. Deswegen brauchen wir uns nicht da auch entschuldigen für den Sieg. Wir haben einen verdienten Sieg geholt. Wir wissen, dass wir noch viel Luft nach oben haben, vor allen Dingen, was so diese Balance angeht, zwischen Ballbesitz, dann aber auch im letzten Drittel da Energie holen. Ich finde aber auch heute, dass die Mannschaft aufopferungsvoll alles reingeschmissen hat, bis zur letzten Patrone, wenn man dann sieht, wie Delors und Justin Klein am Ende auf dem Platz gelegen haben. Also die Jungs hauen alles rein. Wir hatten viel, viel Ballbesitz, viele gute Ansätze. Und ja, ich glaube, wir müssen uns den Vorwurf gefallen lassen, dass dieses Spiel ein Stück weit offen geblieben ist. Und deshalb bin ich erleichtert, dass wir die 3 Punkte geholt haben. Ich wünsche dem Gegner alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Ich finde das super, dass man auch da den Weg weitergeht, dass man versucht, mutig Fußball zu spielen in der Oberliga, und wir werden das genau verfolgen. Ja, dann geht es am Mittwoch schon weiter. Genau so ist es. Gibt es seitens der Presse noch irgendwelche Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Und Stahli, du hast es angesprochen. Am Mittwoch geht es bereits weiter für unsere Schengel am
31. August. 19.30 Uhr sind wir in der zweiten Runde des Bitburger Rheinland-Pokals gefordert, dann auswärts bei Bezirksligist Rheinböllen und in der Liga dann in genau einer Woche auswärts gegen die TSG Pfeddersheim, Anstoß um 14 Uhr. Das nächste Heimspiel, das gibt es dann in zwei Wochen genau hier an Ort und Stelle. Um 14 Uhr empfangen wir den FV Engers. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.